Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von meiner Reise mit der Star Clipper. Ja, wir sind unterwegs in Thailand und eine Sache steht heute noch aus und zwar, es geht für mich hoch rauf auf den Mast. Ja, aber schaut selber mal. So, ganz wichtig ist es halt hier rechts und links anzufassen, aber es ist relativ... Okay. Ah. Oh. Okay. Oh mein Gott, das ist aber echt ganz schön hoch hier. Oh. Vor allen Dingen ist es ein bisschen windig auch. Okay, ganz langsam. Oh mein Gott. Also, wahnsinnige Geschichte hier. Also, das ist wirklich... Ja, also, das gehört sicherlich zu den verrücktesten Sachen, die ich jemals an Bord eines Schiffes gemacht habe. Ja, weil... Also das ist hier jetzt nicht so eine freizeitparkmäßige Attraktion, sondern das ist hier jetzt was Echtes. Das wollte ich damit sagen. Ja, also das ist ganz schön krass, man ist mega hoch hier. So, jetzt komme ich da schon an. Okay. So. Aha. Here I am, da bin ich. Here you are. So. Keep climbing. Keep climbing. Ach so, okay. All the way up. Okay, perfect. Ja, ja. Ja, also wenn man jetzt hier so den Wind hier mal erlebt, hier oben, also ist doch ein bisschen wackelig. Vor allen Dingen hier, die Brüstung ist auch nicht sehr hoch, ne? Irre. Man kann es nicht anders sagen, das ist hier wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis, ja, hier oben, also ist ja wirklich irre. Also wie gut, dass ich keine Höhenangst habe, sonst wäre das glaube ich nichts. Aber wenn man überlegt, guck mal, wie hoch das dann noch geht. Ne? Also wir sind ja gar nicht, das ist die erste Plattform hier. Das ist ja eigentlich noch harmlos. Ja. So I think I'm done. You wanna go down? Yes, yeah. if possible. Ah, so. Und wieder herunter. Ups. Hier muss ich diesen Wagen hier einfach mit runterziehen, der mich absichert im Zweifel. So. Ja, das ist gewesen. Also wirklich der Wahnsinn. Und da ist auch schon der Abend auf der Star Clipper. Ja, und da gibt es heute das Captain's Dinner. Ja, auch wenn wir noch 3 Tage hier an Bord sind oder vielmehr 3 Nächte. Ja, aber gucken wir mal, was da Gutes gibt. Also das waren einmal Kalbsscheiben, dann gab es eine Senfcremesuppe und dann gab es Rinderfilet Chateaubriand, ja, mit Gemüse und so einer Krokette. Und dann am Ende noch ganz klassisch, ja, ein Dessert, was dann reingetragen wurde. So richtig schön traumschiffmäßig. Ja, das war dann eine Eisbombe. Also, oder Baked Alaska, ja, ihr wisst also dieses Eis, was dann überbacken wird mit Baiser. Ja, das war alles im Großen und Ganzen eine solide Geschichte, muss man wirklich sagen. Also gibt es jetzt nichts, was man da so im Wesentlichen kritisieren könnte. Ja, und jetzt gibt es auch noch Programm, also jetzt findet eine Crew-Show statt, beziehungsweise auch eine Talentshow für Gäste. Also ich will mal echt gucken, ob da jetzt bei 67 Gästen und 75 Crew auf dieser Reise... Bisschen wenige Gäste halt, sonst um die 150, ob da jetzt was bei rausgekommen ist. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I wanna do it all.
faszinierend, was da für eine Stimmung war, ja? Wenn man sich mal überlegt, so wenig Gäste hier an Bord, so wenig Crew und dann so viel Stimmung, das ist total irre. Das habe ich so tatsächlich auch noch nicht erlebt. Aber wenn man das Ganze jetzt mal mit kleineren Schiffen vergleicht, zum Beispiel ja Flusskreuzfahrtschiffe, wo ich ja auch schon öfter war, habe ich hier natürlich einen großen, ganzen jüngeres Publikum. Das mag auch damit zusammenhängen, ja. Ja, das ist es gewesen für heute, aber der Vlog geht noch weiter. Morgen machen wir weiter. Ich hoffe mal, ja, es war so ein bisschen schwierig jetzt heute und gestern, weil es ganz schön geregnet hat. So, und da habe ich überlegt, so, ey, ja, will ich jetzt wirklich vloggen? Ja, oder was mache ich jetzt eigentlich? Und ich habe mich jetzt für nicht vloggen entschieden, weil der Punkt ist, so richtig viele Möglichkeiten habe ich hier dann gar nicht, was ich dann natürlich machen kann. Das ist ja auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff, dann gehe ich sonst wohin, aber hier ist es natürlich so, ja, ich kann nicht an den Strand, ich kann irgendwie mich in die Lounge, in die Bar setzen und ein bisschen was lesen, so. Also deswegen, ja, das ist so ein bisschen, habe ich dann auch überlegt, weniger Folgen zu machen, als ich ursprünglich dachte, weil das ist natürlich doof, wenn man jetzt den Regen hat und so, ja. Aber gut, also wir sehen uns wieder morgen. In diesem Sinne, gute Nacht. Also optisch ist der Start in den Tag ja schon mal vielseitig gewesen. Wir haben einiges vor heute. Unter anderem soll es jetzt mit dem Tenderboot später noch nach draußen gehen. Ja, und dann wollen wir mal das Schiff irgendwie mit vollen Segeln fotografieren oder filmen. Mal gucken, ob das gelingt oder ob dann doch wieder, ich guck mal hier aus dem Fenster, der Regen dazwischen kommt. Aber na, ich bin mal ganz optimistisch im Moment. ja, aber jetzt erstmal zum Frühstück. Zum Frühstück hatte ich dann jetzt im Wesentlichen da das Omelette, das ist sehr lecker gewesen. Ja, und jetzt habe ich hier auch schon meine Rettungsweste an, denn es geht jetzt auf den Zodiac, ja, zum Fotografieren des Schiffes. Überhaupt das erste Mal, seit ich mit Kreuzfahrtschiffen zu tun habe, dass ich hier in so einem Zodiac sitze, ja. Wir haben hier eine Hammerposition, guckt euch das an da, ne? Direkt da vor dem Felsen, es ist nicht der James Bond Felsen übrigens. Der muss ja auch irgendwo in der Gegend sein, aber der ist es halt nicht. Sehr cool. Wir jetzt hier eigentlich mehr oder weniger hängen geblieben sind, ja, weil man unseren Motor nicht wirklich hochstellen kann, im Gegensatz zu dem anderen Boot, da geht das nämlich. Und jetzt müssen wir uns abschleppen hier. Oh, ah, ja, hier ist es jetzt dann aber wieder tief genug und hier können wir dann wieder aus eigener Kraft fahren, kein Problem. Gut. Okay. Das war es jetzt hier im Zodiac. Ich muss sagen, das war jetzt mein persönliches Highlight dieser Reise. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich dachte, das dauert irgendwie nur eine Viertelstunde. Wir machen ein paar Fotos. Aber dass wir dann da noch eine Tour bekommen, also das war richtig grandios. Ja, wer hat uns da übrigens gefahren? Das war auch noch Peter, der Kreuzfahrtdirektor selber. Also der macht dann sowas ja auch noch. Ja, also ich denke wirklich für alle, die es gemacht haben, super Sache. Und direkt nach unserem Ausflug sozusagen ein weiteres Highlight auf der Reise. Da gibt es nämlich das Essen hier, ja, auf dem Deck, ja, Decklunch. Ja, das ist geworden, so ein bisschen Fisch mit, ja, mit Pommes. Die haben hier immer so eine leckere Farbe, so goldbraun, ja, und ein bisschen Salat. Was ich dann zwischendurch auch gemacht habe, ein Livestream auf YouTube. Und das hat sogar hier aus Thailand geklappt. Also dank der super LTE-Verbindung hier hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Und nach dem Live-Video geht es auch direkt hier ins Tenderboot, denn ich will dann doch noch mal gucken, was hier so am Strand noch los ist, ja. Wenn man schon mal da ist, ich meine.
mal ein interessanter Anleger, wo man hier ankommt. Ja, hier so schwimmende Pontons. Ja, und überhaupt, wenn man hier mal guckt, ist das unglaublich, ja. Diese Steilwand und direkt hier, ja, da eben baden zu gehen. Also das ist ganz besondere Badestelle hier, ne. Aber man sieht schon offenbar, so richtig weit zu kommen scheint man nicht, denn das Ganze ist hier einmal abgegrenzt. Also relativ kleiner Bereich nur. Das Einzige, was ich jetzt nach dieser Woche nicht mehr gewöhnt bin, es sind hier tatsächlich noch andere Menschen hier heute mit uns. Also das haben wir fast die ganze Reise noch nicht gehabt, hatten wir den Strand immer für uns alleine, aber trotzdem relativ leer, wenn man sich mal so umguckt. Geht noch, ne? Wenn man hier jetzt mal ein Stück weiter geht, dann ja, kommt der zweite Teil sozusagen dieser Bucht. Was soll ich sagen, ist wirklich traumhaft, oder? So schön. Und geht man noch ein Stück weiter, dann sieht man, unsere Starklippe hat tatsächlich die allerbeste Position. Ja, direkt eben da zwischen den Felsen. Ja, wir wissen ja, es hatte ja 2004 den schweren Tsunami gegeben in Thailand. Und das mag eine Folge sein, dass man dann hier so Schilder hat. Also da ist dann die Evakuierungsroute 140 Meter in diese Richtung nach rechts. Wobei, so langsam ist es so, dass diejenigen, die nicht zum Schiff gehören, verschwinden. Ja, das sind dann so Tagesausflüge, die hier angeboten werden. Und da ist dann eben der Tag hier am Strand zu Ende. Boah, hier gibt es dann unter anderem vom Schiff eben das Stand-Up-Paddleboard unter anderem oder eben das Kanu. Ja, da hinten kann man sehen, ist das Boot zum Wasserskifahren. Und wir sehen mittlerweile fast gar keiner mehr da. Ist es nicht herrlich? Ich werde jetzt mal, und die Sonne, toll, gleich nicht mehr zu sehen, dann ist es schattig. Ich werde jetzt mal auf das Stand-Up-Paddleboard gehen. Da ist es immer ein bisschen schwierig mit Video, aber die GoPro nehme ich mal mit. Also mal gucken, wie das klappt. Ja, wir haben jetzt hier das andere Paddel genommen, weil das ein bisschen länger ist, weil es fehlt leider Gottes ein langes Paddel. Aber ich meine, gut, so kann man ein bisschen improvisieren. Ich hätte nicht gedacht, wie cool das ist mit dem Paddleboard. Weil, wie gesagt, ich dachte immer so, naja, man wird das, es wird echt eine schwierige Nummer, weil man kippt leicht um oder so, aber nichts da. Das werde ich in Hamburg definitiv auch mal machen. Also wirklich, ne, dass man hier so einfach stehen kann. Ja, und das ist ja sogar Wellengang. Das ist ja nicht so wie in der Alster, irgendwie die dann total flach ist in Hamburg. Nö. Wobei, siehst du, guck mal, kaum spricht man in die Kamera, ist es dann irgendwie so, dass man wackelt. Wobei, wenn ich jetzt reinfallen würde, dann würdet ihr denken, das wäre nur Show, ne? Dass ich dann irgendwie wieder so einen guten Titel hätte wie Stand-Up-Paddling-Fail. Oder irgendwie sowas. Aber gut. Aber schön ist es hier, ne? Wahnsinn. Mein Lieblingswort. Ich war doch tatsächlich noch schwimmen, ja. Das ist insofern bemerkenswert, als dass ich jetzt gar nicht so sehr der Superbader bin. Aber es ist so, dann bin ich da mit den Beinen drin gewesen. Das ist dann so warm, ja. Also, dass man denkt, okay, es ist hier eine Badewanne, aber fast. Ja, dass man da irgendwie das Bedürfnis verspürt, da unbedingt mal rein zu müssen, ja. Aber gut, also ich würde auch sagen, das ist hier von der Landschaft hier mit diesen Felsen sicherlich einer der schönsten Strände, wo ich je in meinem Leben war. Ja, ich weiß, hier vom Untergrund nicht so ganz optimal, weil es noch ein bisschen steinig war oder so, aber ganz große Sache hier. Und jetzt geht's zurück zum Schiff. Zeit für den kleinen Nachmittagssnack hier heute, Lachs-Sandwich. Aber ich glaube, ich habe noch niemals auf der Welt ein Lachs-Sandwich mit Käse gesehen. Also ganz was anderes mal. Ja. Und dann gibt es ja noch Ananas, mariniert und aus der Pfanne mit Eis. Wir sind mittlerweile ausgelaufen und ich will euch jetzt nochmal an einen Ort mitnehmen, der ein ganz besonderer ist, nämlich hier vorne ins Netz. Und das ist auch etwas, was man hier also darf bei Star Clippers. Ja. Also das ist so ein bisschen scary. Ja. Also wenn ihr mal guckt. So, ich gehe jetzt hier ins Netz. Und habe jetzt, oh mein Gott, ich habe es einmal schon gemacht, da konnte ich die Kamera nicht mitnehmen, aua, so, das ist was, oder? Ich meine, ich bin hier, unter mir nur das Meer, man fühlt sich da, ich sag mal, relativ sicher, ja. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr sehen? Ich habe ein Stahlseil hier direkt unter mir. Achso, ja, das geht hier halt so lang. Das ist ein Stahlseil. Ich kann mich hier oben auch an dem Stahlseil festhalten. Aber Perspektiven sind das, auch wenn du da unten mal den Bug oder so kannst gucken,
Das ist wirklich so geil. Also es gibt nichts Großartigeres, muss ich wirklich sagen. Also das ist eben der Punkt. Ja? Man hat hier bei Star Clippers das Feeling einer Yacht. Und ja, es ist aber doch auch der Kreuzfahrt relativ ähnlich. Also eine ganz coole Kombination. Man muss halt ein bisschen gucken, dass dann nichts hier aus der Tasche rutscht. Ne? Handy oder so wäre nicht so cool. Ich sag mal so, ich könnte hier den ganzen Tag liegen, ja. Aber so lange ist es jetzt gar nicht mehr erlaubt, weil langsam geht dann auch bald die Sonne unter und dann, ja, dann muss man hier raus sein aus dem Netz. Also das in diesem Netz ist so entspannend, also ganz, ganz, ganz toll. Ja. Ja, das ist es dann auch schon gewesen. Das ist Vlog Nummer 3 und der letzte Teil. So vom Gefühl her würde ich, glaube ich, sagen, diese Folge ist jetzt am besten gewesen von den dreien. Ja, das war dieses Mal nicht so ganz einfach, weil normalerweise bin ich auf Schiffen mit Attraktionen und so, man macht tolle Landausflüge und so weiter. Ja, dieses Mal war das alles insofern ein bisschen einfacher, als dass der Urlaub natürlich insofern ein bisschen basic ist, dass man hier jetzt nicht groß Landausflüge macht, sondern ja, man geht halt an den Strand, ne? Oder macht da Stand-Up-Paddling oder Schnorcheln oder solche Geschichten, wo ich dann dachte so, naja, kann ich jetzt vielleicht nicht so 5 Folgen machen? Ja, ursprünglich wollte ich 5 Folgen machen und dann ja, habe ich mich am Ende dann doch überlegt, so, was mache ich jetzt? Bin dann runtergegangen auf 3. Ja, und wie gesagt, glaube ich, diese Folge war jetzt so am abwechslungsreichsten. So, mit der letzten bin ich nicht so zufrieden, weil der Ausflug einfach echt öde war. Aber gut, vielen Dank, dass ihr trotzdem geguckt habt und überhaupt, ja, vielen Dank euch, dass ihr natürlich auch immer so treu dabei seid. Ja, also, wenn ihr mal Angebote angucken wollt von der Star Clipper, dann klickt mal auf den Link, checkt mal die Angebote. Ja, und bitte gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.